Hallo meine Freunde, willkommen zurück in unserem kleinen Dörfchen. Wir sind kurz davor, diese Mission abzuschließen. Die letzten zwei Missionen werden gleich für uns reintickern und dann schauen wir mal weiter. Wir haben beim letzten Mal entsprechende Ressourcen bekommen, um neue Minen zu bauen, was für uns extrem hilfreich ist. Neue Mine heißt, ich möchte eine Kohlemine tatsächlich bauen. Und damit endgültig unser Brennstoffproblem in den Griff bekommen. Weil das Feuer ist knapp. Und den Leuten wird kalt. Ihr seht's, das haben wir jetzt schon so richtig schön vergeigt. Und da müssen wir das Feuer erlischt. Eieiei, was? Das haben aber hier Aufträge, die letzten. Nämlich entweder Bedürfnis nach Kleidung und Leder oder Baumaterial und Werkzeuge. Wir nehmen Baumaterial und Werkzeuge. Und der letzte Auftrag hier, habe mindestens 16 Biber. Wir haben 20 Biber. Das sieht gut für uns aus. Das sollten wir hinbekommen. Jetzt müssen wir nur Feuer, 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 macht Feuer, meine Freunde. Wir haben wieder zu viel gebaut. So, da kommt einer, der bringt Feuer. Hier, bringt Feuer. Die heilige Flamme erlischt. Oh, oh, oh. Hier können wir in der Mine Kohle erarbeiten. Bringt Holz, meine Freunde, bringt Holz. Das Feuer erlischt. Ja, 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 wir brauchen Holz. Irgendwo muss doch jetzt Holz herkommen. So, erstmal haben wir die Biber-Mission erfüllt. Und damit... Leute, Holz holen! Okay, hier haben wir gleich Holz drin und dann... Ja, der Biber macht es jetzt voll hier. 8, 9, 10. Bringt das Holz, meine Biber! So, Lager ist voll. Jetzt kann hier... Er trägt Holz ins... Ah, ja. Wir müssen... Oh Gott. Hohe Feindseligkeit. Ja, es wird alles schlimm. Die Flamme erlöscht. Aber wir haben zum Glück Holz gefunden. Eieiei. Wir haben Holz gefunden. Liebe Biber. Wo bringst du das Holz hin? Nein, du darfst hier das Holz nicht bearbeiten. Hallo? Bring das Holz zur Flamme! Oh Gott! Neue Bedrohung, vergessener Sonnentempel. Wo kommt der denn her? Ach so, wir sind hier auf die Insel. Eieiei. Okay. Ja, Feuer. Der Biberkoch ist gegangen. Nein, nein. Oh Gott, wähle einen Entwurf. Die Schenke, ja. Leute, Biber. Gegangen, wähle einen Grundstein. Ja, vielleicht kann man hier noch irgendwie... Reiche Lichtung, hier neue Ressourcenknoten. Die Holzproduktion wird erhöht, ja, bitte. Bringt mal Feuer, dann ist. Das Feuer brennt wieder. Brennt wieder. Oh Gott. Die Fackel brennt. Holt Holz ran, holt Holz ran. Okay, hier müssen wir ausgraben. Da bräuchten wir Werkzeuge oder Ding. Haben wir nicht.
Was passiert in 10 Minuten? Fordert Opfergaben, zerstört alle Handelswaren im Lagerhaus. Yeah, das wollen wir nicht. Okay, dann. Preiset die Sonne, preiset die Sonne. Wir liefern eine Wildfeueressenz ab, das ist okay. Was darfst du machen? Preiset die Sonne, was haben wir hier? Neue Leute willkommen heißen, zur Zitadelle senden. Wir haben jetzt gerade Leute verloren, das heißt, wir werden hier natürlich neue Leute willkommen heißen. Und hier haben wir den Bedarf nach 8 Werkzeugen. Oh Gott, das war schrecklich. Die Fackel erlischt, wir haben's begriffen. Hier. Oh Gott, holt uns Kohle aus dem Boden. Oh je. Oh ja, to ja, to ja. Oh ja, to ja, to ja. Hier haben wir jetzt auch endlich die Möglichkeit, Äcker zu bauen und die Plantage. Yikes. Das hat ja lange gedauert. Aber wir kommen dann an unsere Beeren und Pflanzenfasern. Das ist doch schön. Hier wird weggesandt. Hier. Großes Versteck. Ja. Ich glaube, Trainingsausrüstung können wir da reinstecken. Den letzten wollen wir halt nicht verbrauchen. Wir brauchen erst wieder Leute. Da kommen ja welche. Ja, da kommen Leute und die haben 4 Werkzeuge dabei. Ihr werdet es nicht glauben. Die haben Werkzeuge mit. Eieiei. Also gut, wir brechen das hier auf. Und dann so langsam. Wir hatten Panik. Aber es ging gut. Wir schauen unser kleines Dörflein an. Der Kräutersammler. Wäre da hinten nicht Kräuter? Ja, da oben habe ich die Pilze gesehen. Richtig. Auch wieder dran gearbeitet werden. So, Pilze werden ab. Wir haben Bauernhof mit Pflanzenfasern und Beeren. Ach je. Und hier aufbrechen könnt ihr beiden machen. Ja. So, gepflügte Felder und wir bekommen hier. Ach je. Oh Mann. Oh Mann. So. Ja, euch deaktivieren wir hier. So. Hier so viel Industrie haben, können wir hier ein kleines Lagerhaus bauen. Steinmetzlager hat kein Vorkommen mehr. Ja, das habt ihr gut gemacht. War für euch noch was? Ja, hier drüben sind noch Steine. Da könnt ihr gerne mitarbeiten. Und
Dann wollen wir hier das passt soweit. Ihr arbeitet auch fein. Ihr macht das fein. Ihr könnt hier jetzt Lederbretter, Fässer abtransportieren. Das ist sehr gut. Und ihr, der Botaniker, den schaffen wir noch. So, wie sieht es an der Brennstofffront aus? Okay, wird besser. Hier stellen wir mal die Bretterproduktion ein und gehen voll auf Werkzeuge. Dafür brauchen wir Kupferbarren. Kupferbarren waren hier. Dafür brauchen wir auch Kupfererz, das ist richtig. Die Mine machen wir weg. Und wir brauchen Kupfererz. Das heißt, wir brauchen eine weitere Mine. Hier sieht die Mine doch ganz gut aus. Passt gut. Macht ihr hier erstmal da unten das Ding auf. Wo ist der zwei? Das Trapperlager hier macht das gut. Wo ist der nächste Sägewerks, Holzfäller? Ja, ihr werdet verschoben, nämlich nach hier. Ihr macht die hier bitte weg. So, die sind erledigt. Hier wird Ackerbau betrieben, das ist gut. Und dann brauchen wir vor allen Dingen jetzt relativ zügig ist schon wieder das Feuer aus oder was? Was ist hier los? Die Echsenentschlossenheit ist gering. Was ist denn jetzt kaputt? Wir haben doch Feuermaterial jetzt da. Wieso sind die Echsen? Ach, die sind obdachlos. Ach, sagt mir das doch. Ey, da denkt man. Wir bräuchten auch ein neues Feuer. Das hier wird ja eng. Drei Hütten. Baut mal die drei Hütten da oben. Die Leute brauchen ein Dach über dem Kopf. Wenig Brennstoff ist auch wieder da. Ja, wir haben jetzt gerade ganz viel abtransportiert. Ihr baut hier euren Brennstoff rein. So, Hütchen. Drei Hütten, damit haben wir ja viel Holz verarbeitet. Das geringe Entschlossenheit bei den Echsen und bei den Bibern. Aber mehr Hütsche hilft. Okay, also, was wir hier sehen, ist vor allen Dingen ein, wir müssen Dinge optimieren im Konzept. Und er macht hier auf jeden Fall Schriftrollen fertig. Die Schriftrollen. Wir könnten hier in Bildung stecken. Das ist auf den Anfang. Schriftrollen könnten wir für Luxusgüter verwenden. Weil wir bräuchten ja eigentlich ein Baumaterialienpaket. Handelswarenpakete. Er kann Pigment herstellen, das ist auch nett.
Stählernen Grundstein. So, damit haben wir es gleich. Metall. Königlicher Sturmläufer haben den Weg zu deiner Siedlung gesichert. Neuankömmlinge werden schneller ankommen. Ja, wir erhöhen hier die Produktion. Räuderpott wird hier produziert. Das ist schön. Der Steinmetz steinmetzt hier. Die Plantage produziert hier. Wir müssen halt echt hier jetzt die Mine bauen. Und hier die Wege, dass das Ganze mal ein bisschen vor sich hingeistert. Und in der Mine natürlich Kupfer und die Mine muss absolute Prio haben. So, dass wir jetzt endlich an die mittelmäßig schnelleren Werkzeuge kommen. Was baut ihr hier? Bären und Äcker. Ja, sehr gut. Dann haben wir hier noch Graskappenpilze. Okay. Also wir bräuchten noch 10 Bären, eine Loyalitätsentscheidung oder Baumaterialienpaket. Das ist alles nicht so ideal. Aber wir haben es gelernt, wie es funktioniert. Baumaterialienpaket, da können wir hier produzieren. 8 Stück. Indem wir Bräder verarbeiten. Hier können wir Kupferbahnen herstellen. Uns fehlt nur Kupfererz. Aber das dürftet ihr ja jetzt hier hinten ändern in der Mine. So, was haben wir hier? Wir können was für 3 Werkzeuge reparieren. Entstehen Kohlevorkommen. Oder wir können hier 5 Werkzeuge bekommen, indem wir mit dem Stein draufklopfen. Da sind wir für 5 Werkzeuge. Auf jeden Fall. Hier ist noch ein Kupferader, ja, das ist schick. Neuankömmlinge, damit wird es jetzt endgültig, ja, das soll es jetzt gewesen sein. Wir nähern uns dem Ende. Diese kleine Siedlung, ihr Werkzeuge könnt ihr nicht produzieren, dann könnt ihr wieder Bretter herstellen. Und dann... Steinmetzlager hat keine Vorkommen in der Nähe. Das ist natürlich auch schick, dass das auch schon wieder durch ist. Haben wir hier noch wo irgendwas? Haben wir noch irgendwo irgendwas? Natürlich nicht. Wären auch die Steine knapp. Das ist schade. Dann würde ich sagen, Achsen. Nachdem wir hier den Haken gebaut haben. Hier die Pilze. Das hier erledigt. Wir stellen den Holzfäller. Hier nochmal eine gefährliche Lichtung. Die nehmen wir noch mit. Jetzt pushen wir hier ein bisschen. Muss ja jetzt irgendwann mal gehen. Dann sehen wir weiter. Und in finaler Konsequenz warst du es dann gleich. So. Wenn die das hier abgebaut haben, sieht es doch gut aus. Haben wir hier das, ach so, Kohlevorkommen. Ja, er hier mit seinen Bären, dann sind wir drüber. Dann haben wir die nur noch eine offen. Wie sieht es mit Aufträgen aus? Und das sollte eigentlich dann die Loyalitätsentscheidung sein. Die haben wir ja da schon angestoßen.
Sobald das Handwerkszeug da ist, wird das. Das Steinmetzlager hier hat nichts zu tun. Okay. Das ist natürlich immer noch traurig. Ach ja. Dann deaktivieren wir es so. Die Werkbank brauchen wir nicht. Er kann hier da runter rödeln. So, 4 Werkzeuge haben wir, aber wir müssen ja Werkzeuge produzieren können, sonst bringt das ja nichts. Okay, also eine weitere Mine wäre super cool. Hier hätten wir noch eine Kupfermine, das wäre genau das, was wir brauchen. Aber sonst noch irgendwo Kupfer, ja, eigentlich das da oben. Okay, hier läuft, sehr gut. Okay, das wird zur Zitadelle und bringt uns den Punkt und der Auftrag bringt uns den letzten Punkt. Okay, wir, die beiden hier, eine Minute, sind wir durch. Mache ich jetzt schon die Abmoderation oder wink ich nochmal schön in die Kamera? Ach, ich habe keine Kamera an. Das ist natürlich auch traurig. Ich habe in diesem Einsatz sehr, sehr viel gelernt. Oh, habe ich viel gelernt. Beim nächsten Mal wird das bestimmt besser. Aber ich habe jetzt, ich habe das Spiel tatsächlich jetzt nach dem Tutorial unterschätzt. Eieiei. Eieiei. Okay, also gut. Das ist ein richtiger Brecher. Ich bin tatsächlich begeistert. Und wenn das hier durch ist, wird die hier den Rufpunkt bekommen und den alles gut. Und ja. Zeitlimit werden wir halten. Viel gelernt. Und dann wird's mehr. Dann wird's mehr. So. Die Loyalitätsentscheidung ist getroffen. Wir sind hier eins nach oben. Wir bekommen noch ein Gebäude. Ja, ist eigentlich egal. Wir nehmen den Kräutergarten, denn wir haben die Aufträge erfüllt und können liefern und erfüllen damit die erste Mission. Hat nur 2,5, 3 Folgen gedauert. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben für den ersten Versuch ein ordentliches Ergebnis. Erste Schritte unternommen. Wir haben die erste Runde nach dem Tutorial geschafft. 10 Lichtungen entdeckt. 5 Ereignisse gelöst. Wir haben in den Sümpfen gespielt. Große Siedlung, keine Todesfälle. 25 Biber und das Kloster der Heiligen Flamme. Damit würde ich sagen, als Belohnung Nahrungsvorräte, 3 Artefakte, 3 Maschinen und ein Siegelfragment. Gehen wir zurück zur Weltkarte und ja, die Gesandte der Königin. Ich ziehe den Hut vor euren Erfolgen, Statthalter. Yes, Erfolg. Und ja, wir dürfen uns was aussuchen. Eine Obsidiankiste hat keinen Deckel. Die kann nur zerschlagen werden. Gewährt 5 Siegelfragmente. 4 Reserveverladepunkte oder Verladungsreichweite sind bei der nächsten Siedlung um 2 erhöht. Okay, also ich würde sagen, 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig seht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und dann nehmen wir den Karawanenwagen. So, wir haben Blackburn gebaut. Das sind die Rovers. Yes, yes, yes. Blackburn. Fest zum nächsten Feststurm in 25. Okay. Wir haben damit eine größere Reichweite und müssen mal schauen. Hier unten ist das Siegel, wohin die Reise weitergeht. Und das sehen wir beim nächsten Mal. Für heute war's das. Ich sag tschüss. Bis dann. Danke für eure Aufmerksamkeit.